Was heißt chromatisch? Oder ja, überhaupt der Begriff Chromatik? Thomas Vorsprach hier von Werde Musiker und in diesem Video möchte ich dir ja genau das erläutern. Also los geht's, was ist Chromatik? Die Antwort ist sehr einfach und sehr kurz, nämlich Chromatik ist letztendlich die Erhöhung bzw. die Erniedrigung eines Tones. Und damit hat jeder Ton hier in unserem Tonsystem, was du hier kennst, am Klavier, zwei Verwandte. Ja, also und zwar, das G hat einmal das Gis, ne, den Halbton nach oben, das G, nach unten ist es das Ges. Das F hat das Fis und hier unten das Fes, ne, also der Halbtonschritt. Und ja, die chromatische Tonleiter am Klavier, zumindest hier in unserem tonalen Tonsystem, wie wir das am Klavier haben oder auch überhaupt in unserer Musik, ja, sind quasi hier alle Töne. Und ich möchte dazu noch zwei Sachen sagen, damit ich dir hier auch noch genug mitgebe im Video. Und zwar möchte ich dir mal zeigen, wie man hier eine chromatische Tonleiter spielt, mit welchem Fingersatz. Das Thema hatten wir ja letztens. Und ich möchte dir ja noch ein bisschen zur Geschichte erzählen, zum Thema enharmonische Verwechslung, ja, auch zu dem Begriff jetzt gleich. Erstmal zum Fingersatz. Nämlich, schwarze Tasten werden in der Regel hier mit dem dritten Finger gespielt, mit dem Mittelfinger. Kannst du auch mit dem zweiten Finger spielen, also Daumen, Zeigefinger, allerdings eher mit dem Mittelfinger. Wieso? Achtung, Mittelfinger, dann habe ich hier Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger. Aus dem Grund. Ja. Und mit dem Mittelfinger hier, das lässt sich sehr gut machen, einfach Daumen, Mittelfinger. Das ist sehr bequem, ja. Probier es mal aus, was für dich bequemer ist. Ich finde es sogar bequemer, mit dem Mittelfinger das zu machen, als mit dem Zeigefinger. So, ansonsten, wenn es beides für dich unbequem ist, muss natürlich trainiert werden. Dann schon mal hier. Also Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen, Mittelfinger, Daumen, Mittelfinger, wieder Daumen, Zeigefinger. Und wenn wir jetzt weitermachen würden, natürlich der Mittelfinger. Von neuem. Und dann kann man das Ganze auch sehr schnell spielen. Ja, ich bin jetzt gar nicht eingespielt. Man kann das Ganze noch deutlich schneller spielen. Ja, wirklich so. Probieren wir es einmal. Ja. Ja, okay. Lassen wir das Ganze. Also man kann das auf jeden Fall sehr schnell spielen. Das kann auch sehr interessant sein. Und vor allen Dingen manchmal gibt es auch so. Solche Läufe tatsächlich auch direkt in der Musik, solche chromatischen Läufe, ne? Da hier Phantom der Oper. Ja, aber trotzdem, zum Beispiel nur diese Melodie gibt es auch in vielen Songs, dass der Basslauf hier irgendwie mal. Genau das spielt, nur so einen chromatischen Lauf in einem Song. Okay, also wenn ich sage, pass auf, jetzt geht's chromatisch hoch, dann heißt es in Halbtonschritten nach oben. Ja, also von hier. Chromatisch nach C ist genau das. Ja, ich nehme einfach jeden Ton mit. So, was ist daran außerdem noch ganz interessant? Wenn ich sage hier G, Gis, G, Ges. Nämlich du weißt, dass das Ges auch ein Fis ist vielleicht, ne? Vom F ist das hier ein Fis und vom G ist das ein Ges. Am Klavier ist das der gleiche Ton. Was daran allerdings sehr spannend ist, geschichtlich gesehen auf jeden Fall. Letztendlich wurde das hier bei uns in der Musik, so wie wir sie heute kennen, nämlich verschönt. Nämlich ursprünglich ist das hier nicht der gleiche Ton. Ja, ein Fis und ein Gis, die klingen leicht unterschiedlich. Ja, die haben andere Obertöne, eine andere Obertönreihe, das heißt andere Töne, die noch mitklingen, um den Klang zu formen. So ursprünglich und wirklich so ganz, ganz theoretisch betrachtet. Ja, also in der heutigen Musik hier kennen wir den Unterschied nicht vom Gehör. Aber was dann ganz interessant ist, wenn wir jetzt hier verschiedene Sachen durchgehen würden, den Quintenzirkel, der irgendwann wieder bei uns nach unserem System an der gleichen Stelle rauskommt, wenn man immer weiter Quinten aufwärts geht. Ja, mit dem System ist es nämlich nicht so. Wäre es so leicht verschoben und gerade deswegen enorm schief und gar nicht angenehm für das Gehör. Ja, deswegen wurde das irgendwann einfach mal flach geschönt. Ja, aber vereinfacht, aber natürlich auch hier an unsere Hörgewohnheiten angepasst, beziehungsweise die wurden natürlich auch dementsprechend, haben sich wieder dran gewöhnt, ne, so ein Hin und Her.
Aber ja, letztendlich wurde es ans Gehör angepasst. Auch ein Grund, wieso Musik heute insgesamt auch sehr stimmig klingt. Ne? Wieso hier auch das Klavier, man kann ja sehr viel machen, aber es klingt schon direkt sehr, 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 sehr stimmig. Okay, also das nochmal so als kleinen Wink. Nochmal zusammengefasst, chromatisch ist letztendlich in der Praxis hier einfach jeden Ton mitnehmen, wirklich jeden einzelnen Halbtonschritt. So, aber mit der Chromatik sind die Erhöhung und Erniedrigung eines Tones gemeint, vom G, das Gis, nach unten, das Ges, ne, von jedem Ton wirklich die verwandten Töne, die Halbtonschritte, die daneben liegen. Und, ja, Fingersatz mit Daumen und Mittelfinger in der Regel, außer hier nehmen wir, wenn keine schwarze Taste dazwischen ist, den zweiten Finger, den Zeigefinger. Und zum Schluss nochmal zum Thema enharmonische Verwechslung. Enharmonische Verwechslung heißt, dass wir hier diesen Ton sowohl Fis als auch Ges nennen. Dieser Ton nennen wir C. Wir können ihn auch His und wir können ihn auch Deses nennen. So. Und der klingt für uns heute immer gleich, allerdings auch nur, weil das einfach mal ein bisschen begradigt wurde. Ganz theoretisch, vor vielen Zeiten waren das nicht die gleichen Töne. So, das nur als kleinen Schwank. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Ich bin sehr auf deine Meinung gespannt. Was möchtest du eigentlich nochmal von mir hören sonntags? Welche Frage hast du? Und hinterlass mir doch einfach einen Kommentar hier unter dem Video. Ich freue mich brennend drauf und wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.